Fitness mit Marc, Folge 232. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er hat mal Schlagzeug in einer Metalband gespielt. Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Heute habe ich Verstärkung hier an Bord. Es geht um das K der Marc-Formel, um Cardiotraining. In der heutigen Folge reden wir über vieles, was mit dem K der Marc-Formel zu tun hat, mit dem Cardiotraining. Wir reden über Laufen, vor allen Dingen, das ist der Trainingsschwerpunkt hier, vor allen Dingen Mittel- und Langstreckenlauf, aber auch, wie du, falls du bisher noch gar nicht so richtig zum Laufen gefunden hast, wie du einsteigen kannst, häufige Fehler, die gemacht werden, der Umgang mit Verletzungen, wie trainiert jemand, der vor allen Dingen läuft, aber eben auch das Krafttraining noch mit einbauen möchte. Und wir reden ganz viel über die mentalen Aspekte beim Training, die richtige Einstellung zum Laufen und auch die richtige Einstellung zu vermeintlichen Rückschlägen und zum Erfolgreichsein. Ich habe eine ganz besondere Dame hier zu Gast. Sie hat insgesamt dreimal die Goldmedaille, dreimal die Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften im Mittel- und Langstreckenlauf gewonnen, ist deutsche Meisterin im Straßencrosslauf und Marathon-Olympiateilnehmerin. Außerdem hat sie ein Buch geschrieben, ist Lauftrainerin und Gesundheitscoach. Ich freue mich riesig, dass sie heute zu Gast ist. Hier ist Lisa Hahner von den Hahner Twins. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wär's, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen. Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, FMM wie Fitness mit Marc und dann buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten 6 Monate zum halben Preis 4,95 pro Monat. Ja, heute habe ich bei Fitness mit Marc einen ganz besonderen Gast, Lisa Hahner von den Hahner Twins. Moin Moin, Lisa. Hallo, hallo. Ich bin mir sicher, die Leichtathletik-Fans unter uns, die kennen dich und viele andere wahrscheinlich auch. Und für alle anderen, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Lisa, 29 Jahre alt und ich bin Marathonläuferin. Ja, das ist für mich das Coolste überhaupt, weil ich da meine eigenen Grenzen verschieben kann und schauen kann, was ich aus meinem Körper raushol. Und ich habe noch eine Zwillingsschwester, Anna, und die läuft auch. Und ja, das war so grob, was ich so mache. Ja, man sieht euch auch ganz häufig zusammen bei Wettkämpfen, zuletzt auch bei Olympia. Seid ihr, meine ich, auch zusammen? Habt ihr beide die Qualifikation geschafft bei der letzten Olympiade? Seid zusammen gelaufen, was ich glaube weltweit sogar einmalig ist. Gibt es sowas nochmal, dass Zwillinge zusammen in einer Sportart so antreten? Weißt du das?
Ja, das weiß ich und es gibt's nicht so oft, weil es halt auch nicht so viele Zwillinge gibt. Und bei den Olympischen Spielen war uns auch schon im Vorhinein bewusst, dass das schon ziemlich krass ist, weil jedes Land hat halt nur 3 Startplätze und wenn man dann schon 2 haben möchte, dann ist es schon ein sehr enger Wettbewerb. Aber es gab so ein Video Olympic Twins oder so, habe ich nämlich gesehen. Und ich glaube, in Rio gab es insgesamt 9 Zwillingspaare. Also anscheinend scheint das schon irgendwie zu pushen, einen Zwilling zu haben und dann gemeinsam das große Ziel zu erreichen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen oder wie seid ihr dazu gekommen, mit dem Laufen anzufangen? Ja, zum Laufen sind wir relativ spät gekommen. Wir waren schon 17 Jahre alt und wir haben es geliebt, irgendwie vorher so Sport zu machen. Wir haben Tischtennis gespielt, Jiu-Jitsu gemacht. Und dann haben wir in der Zeitung gelesen, dass Joey Kelly einen Vortrag hält. Den kennt man vielleicht noch als, ja, ich habe immer gesagt, ehemaliges Mitglied der Kelly Family, aber die hat ja die Reunion gefeiert und die spielen wieder. Und Joey hat über seinen Extremsport geredet und das hat uns irgendwie so interessiert. Haben wir gedacht, ja, gehen wir mal hin. Und ja, wir sind an dem Abend als andere Menschen aus dem Saal gegangen, weil ja, Joey hat das mit so einer Leidenschaft und Energie und so einem Funkeln in den Augen erzählt, dass wir gedacht haben, boah, Laufen, das muss das Geilste auf der Welt sein, das wollen wir auch unbedingt machen. Ja, und dann sind wir losgelaufen und immer mehr und dann wurden wir auch ziemlich schnell erfolgreich und ja, so hat alles angefangen. Und kannst du das eigentlich in Worte fassen? Was fasziniert dich am Laufen so? Es ist ein Gefühl von Freiheit, so im Einklang mit der Natur und gleichzeitig mit dem Körper zu sein und ja, sich immer weiter zu entwickeln. Und dann gibt's halt auch noch so Nebeneffekte, dass man überall auf der Welt laufen kann. Also ich finde, man kann eine Stadt nicht schöner entdecken als zu Fuß irgendwie morgens beim Sonnenaufgang. Und ja, Läufer sind Läufer. An Marathon, da ist es egal, ob jemand ein Manager ist oder ein Schreiner oder ein Student oder Schüler. Als Läufer fühlt man sich irgendwie immer verbunden. Ich kann es total gut nachvollziehen, weil ich selbst ja auch jahrelang Marathon gelaufen bin, auf einem viel schlechteren Niveau als ihr. Und mir hat es genauso Spaß gebracht, weil ich ja auch diese Verbundenheit zur Natur total geliebt habe. Bei mir war es so der Fall, ich war selbst in meiner Bestzeit war ich immer noch über 3 Stunden unterwegs auf der Strecke und man sagt ja immer beim Marathon, es gibt sozusagen die ersten 30 Kilometer und dann kommt die zweite Hälfte, genau. Was auch schon impliziert, dass man auch einen mentalen Aspekt dabei hat. Wie würdest du das sagen, was ist wichtiger, das Körperliche oder das Mentale? Ich würde sagen, im Optimalfall gehen Körper und Geist Hand in Hand. Also das Training ist natürlich extrem wichtig. Man muss die Kilometer laufen vorher, viel trainieren. Aber um das an dem Tag X umzusetzen, da braucht man halt, da ist der Kopf viel entscheidender, weil es gibt sehr viele Trainingsweltmeister. Und wenn du es halt nicht schaffst, irgendwie an dem einen Tag, wo es zählt, also Marathon ist es halt so, wir bereiten uns ein halbes Jahr drauf vor auf den einen Wettkampf, so und an dem einen Tag, dann zählt es halt. Und ja, da ist es wichtig, cool zu bleiben zum einen und zum anderen halt auch total fokussiert und konzentriert zu sein und bereit sein, ja, den Körper bis ans Limit oder darüber hinaus zu pushen. Und wie trainiert ihr oder wie trainierst du jetzt? Also wir nehmen das Gespräch im Winter auf, jetzt im Moment ist glaube ich ein bisschen ruhiger, aber wenn du so mit der Vorbereitung 6 Monate sagst, so wenn du anfängst, wie sieht das Training eigentlich aus? Also zum Beispiel 2019 plane ich einen Frühjahrsmarathon, der dann jetzt wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird, schon bald sein wird im April. Und ab Januar bin ich in Neuseeland im Trainingslager und da wird es so umfangmäßig, ja, 180 bis 200 Wochenkilometer immer sein, die ich pro Woche laufe. Das heißt, meistens 2 Laufeinheiten am Tag. Dann kommen noch 4 bis 5 Krafteinheiten pro Woche dazu. Ich mache jeden Tag Yoga. Das vor allem auch für den Geist, um zu entspannen oder auch um mich fokussieren zu können. Und ja, ein bisschen schwimmen und dann ist der Tag schon gut ausgefüllt. Und dann ist eine Laufeinheit wahrscheinlich, wenn du 2-mal trainierst, eine am Morgen, eine am Abend oder wie,
Wie machst du das? Ja, meistens ist es so, dass die intensive, wichtige Einheit, je nach halt Witterungslage, meistens am Vormittag. Wenn es halt dann im Sommer zu heiß wird zum Beispiel, dann trainiere ich lieber früh. Aber ich mag es lieber immer am Morgen zu trainieren und Nachmittag, abends ist dann immer locker. Es gibt auch Läufer, die halt irgendwie lieber am Morgen locker machen und dann am Nachmittag die zweite intensive Einheit. Aber ich bin Morgenmensch und ja, die Trainingskilometermäßig, also die manche Laufeinheiten bis zu 40 Kilometer. Und es gibt halt auch Tage, wo ich zwei Läufe mit am Morgen eine Stunde, das sind dann so, wenn es locker ist, so 13, 14 Kilometer und am Nachmittag nochmal eine 10 oder so. Wahnsinn, ich glaube, alle, die jetzt zuhören und vielleicht mal ein paar Kilometer drehen, die sitzen jetzt wahrscheinlich mit offenem Mund hier. Ihr betreut ja auch einen Laufclub im Internet, das ist der Hana Twins Running Club und den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Da betreut ihr ja auch Laufeinsteiger und auch ambitioniertere Läufer unterschiedlicher Leistungsklassen. Gibt es so ein paar generelle Tipps für jemanden, der vielleicht gerade einsteigt oder auch schon ein bisschen ambitionierter dabei ist, was du so zum Laufen den Zuhörern mitgeben kannst? Ja, bei Laufeinsteigern würde ich sagen, dass es darum geht, also am besten ist erstmal sich zu überlegen, was will ich mit dem Laufen erreichen? Möchte ich schneller werden? Möchte ich eine bestimmte Strecke irgendwann laufen können? Möchte ich abnehmen? Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Und dann Stück für Stück steigern und sich Zeit lassen. Das heißt, wer noch gar nicht gelaufen ist, kann man anfangen mit 10 Mal zum Beispiel eine Minute laufen und dazwischen 2 oder 3 Minuten einfach nur gehen. Und so die Laufdistanz dann immer steigern. Dann statt einer Minute 2 Minuten laufen und 2 Minuten gehen. Dann kann man schon mal 2x5 Minuten laufen und dazwischen eine Pause machen. Also den Körper nicht überfordern, aber trotzdem fordern. Und beim Training ist, kann man allgemein sagen, was sowohl für uns Hochleistungssportler als auch für jeden Freizeitathleten gilt, dass der Körper immer neue Reize braucht. Das heißt, wir trainieren nie immer das Gleiche, sondern ja, dass man mal hügelig läuft, mal flach, mal schneller, mal langsamer. Mal eine längere Strecke, dann wieder eine kürzere. Also, weil wenn man jeden Tag nur zum Beispiel so eine 8 Kilometer Runde hat, die man immer in der gleichen Geschwindigkeit läuft, wird man Trainingsweltmeister auf genau der Runde, in genau der Geschwindigkeit. Aber sobald man irgendeine andere Strecke läuft, ist der Körper dann halt überfordert. Und deshalb versuchen wir das immer im Training einzubauen. Und ganz wichtig, dem Körper die Zeit geben, den Trainingsreiz zu verarbeiten. Also Training ist ja immer Destruktion und erst in der Regeneration werden wir besser. Das heißt, wir brauchen einen Trainingsreiz, dann daher geben wir dem Körper Zeit, den zu verarbeiten und dann können wir wieder weiter trainieren. Für viele ist ja so ein schönes Ziel, einfach mal die 10 Kilometer zu laufen am Stück. Da gibt es auch viele Volksläufe. Eigentlich in jedem Ort in Deutschland gibt es sowas, wo man sich auch anmelden kann. Wie lange dauert das eigentlich für jemanden, der gar nicht läuft, dahin zu kommen, so 10 Kilometer durchzulaufen und dann am Ende auch vielleicht noch zu sagen, ich fühle mich immer noch gut? Ja, 10 Kilometer finde ich ist eine super Strecke als Einstieg. Also 5 Kilometer ist auch okay. Was ich auch manchmal höre, so Halbmarathon, da würde ich sagen, hey, mach erstmal einen 10 Kilometer Lauf, weil das ist von der Distanz und von der Länge her schon recht schönes Ziel. Wie lange das dauert, hängt ganz individuell davon ab, wie viel Sport man früher gemacht hat, ob man vielleicht schon mal Fußball gespielt hat oder ob man wirklich überhaupt keinen Sport gemacht hat. Und natürlich auch, ob der Körper, er muss nicht austrainiert sein, aber wenn man halt krasses Übergewicht hat, dann wäre es erstmal sinnvoll, erstmal ins Wasser zu gehen, erstmal aufs Rad, Walking und dann zum Laufen zu kommen. Und ich würde sagen, so für jemanden, der so schon einmal, 1 bis 2 Mal die Woche Sport macht, aber jetzt nicht unbedingt laufen, der kann in einem, ja, ein halbes Jahr sich Zeit geben und dann kann er schon die 10 Kilometer gut laufen. Und am besten mit Trainingsplan trainieren. Dann kann man sich halt sicher sein, dass man es auch schafft. Ich glaube, ein Fehler, den viele machen, ist, dass sie einfach zu schnell starten, ne? Ja, genau. Wir sagen so immer, hinten ist die Ente fett. Was im Marathon halt noch
mehr gilt. Und es zeigt sich auch schon bei den 10 Kilometern am Anfang. Klar, wir trödeln nicht, aber da kann man nicht so viel gewinnen. Aber wenn man sich hinten raus nochmal steigern kann, ist das viel cooler, weil zum einen überholt man dann die ganzen Leute, was halt auch mental ein viel besseres Gefühl ist, als wenn man langsamer wird und selbst überholt wird. Und ja, zum anderen, wenn man am Anfang überpaced hat, dann hat der Körper halt keine Chance mehr, sich zu regenerieren. Und dann können auch 10 Kilometer sehr, sehr, sehr lange einem vorkommen. Gibt es so Tipps, woran man jetzt selbst vielleicht merken würde, dass man, wenn jetzt jemand halt gerade anfängt mit dem Laufen, das war zumindest bei mir, ich glaube, das erste Mal so richtig ins Laufen, habe ich versucht, damit anzufangen mit 16. Und ich bin immer zu schnell gelaufen und dachte so, warum macht das denn jemand freiwillig? Das ist, fühlt sich überhaupt nicht gut an und es ist unangenehm, es tut weh und ich kann sowieso nach 10 Minuten überhaupt nicht mehr. Und bei mir kam es tatsächlich, ich habe das auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, dann durch die Bundeswehr, weil wir da halt regelmäßig gelaufen sind und irgendwann war ich dann halt so fit, dass ich gemerkt habe, oh, das bringt ja total Spaß. Und ich glaube, diesen ersten Schritt, den ich so ein bisschen tatsächlich dann über diesen schmerzhaften Weg gegangen bin, den kann man auch viel angenehmer gehen. Was empfehlt ihr denn da Leuten, die halt gerade einsteigen, sodass sie halt gerade zum Anfang die ersten Wochen das richtige Tempo für sich finden? Ja, gut ist es, zum Beispiel einen Laufpartner zu haben, weil so lockere Läufe, die man am Anfang machen sollte, also da sollte man noch in der Lage sein, sich unterhalten zu können, also ganze Sätze zu sagen, Fragen zu stellen, auch zuzuhören, auch vom Kopf her in der Lage zu sein, zu verstehen, was der andere sagt. Und wenn man sich gut mit der Lauffreundin oder mit dem Lauffreund unterhalten kann, dann ist es eigentlich ein Tempo, wo der Körper schon in Bewegung ist und auch ein gutes Training hat, aber halt nicht in einem Bereich ist, wo er gleich übersäuert oder sich überanstrengt. Und wer keinen Laufpartner hat, der kann ja singen oder Witze erzählen oder selbst vor sich herreden. Aber das ist eigentlich so ein gutes Zeichen. Wenn man noch reden kann, dann ist die Geschwindigkeit für einen lockeren Lauf genau richtig. Gibt es jetzt Unterschiede zwischen den verschiedenen Distanzen? Also was ändert sich zum Beispiel, wenn ich von der 10 Kilometer oder wenn ich von 5 auf 10 gehe, vielleicht auch vom Training und dann von 10 auf einen Halbmarathon, Halbmarathon, Marathon? Du läufst ja auch ganz unterschiedliche Wettkämpfe. Du hast ja im Mittel- und Langstreckenlauf, Medaillen gewonnen in verschiedenen Disziplinen. Wie trainierst du da? Machst du da einen Unterschied? Ja, die Strecke ist entscheidend. Also ich würde sagen, 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon, da kann man sagen, das Training wird halt einfach ein bisschen mehr und intensiver, je länger die Strecke wird. Aber der Unterschied zwischen Halbmarathon und Marathon-Training ist halt, ein Marathon sind keine 2 Halbmarathons. Also wie du schon gesagt hast, nach 30 Kilometer ist die erste Hälfte vorbei und dann kommt noch die zweite gefühlt. Da muss man ganz anders trainieren. Wie genau? Also beim Marathon ist halt so, dass man lange Läufe braucht. Da würde ich sagen, so das sind ab 30 Kilometer fängt vielleicht ein langer Lauf an und geht dann je nachdem hoch bei uns auch bis zu 40 oder mal 45 Kilometer. Im Freizeitbereich würde ich sagen, wahrscheinlich maximal bis 35 oder 38 Kilometer. Und das ist dann schon ein sehr langer Lauf. Wohingegen, wenn man 10 Kilometer Lauf macht, man halt auch gut auch mal 15 Kilometer im Training laufen kann, je nachdem, wie schnell man die 10 Kilometer laufen will. So Spielereien gehen beim Marathon halt nicht. Und am besten, also ich würde sagen, bei jeder Distanz ein 5-Kilometer-Lauf kann man wahrscheinlich auch noch ohne Trainingsplan gut laufen, weil das relativ schnell rumgeht. Aber alles, was länger ist, im Internet gibt es so viele auch gute Trainingspläne oder ein Trainingsbuch kaufen oder sich einer Laufgruppe anschließen und ja dann gezielt auf die Strecke trainieren. Lass uns über euer Buch reden. Time to Run heißt es, Trainingstagebuch für alle, die das Laufen lieben. Genau. Was bringt das? Worum geht's da? Ja, das ist ein Buch rund ums Laufen, so aufgebaut halt wie ein Jahr. Also es gibt 12 Kapitel und jedes Kapitel befasst sich mit einem Thema zum Laufen, was halt auch dazu gehört, wie Ernährung oder Mentaltraining, dann die Ausrüstung, dann Krafttraining, halt
alle Bereiche und ja, Anna und ich habe das von unseren Erfahrungen geschrieben. Wir sind halt selbst mit 17 Jahren zum Laufen gekommen und hatten überhaupt keine Ahnung und haben uns erstmal ganz viele Zeitschriften gekauft und Bücher und Fragen gestellt. Und die Fragen, die wir da hatten und die uns jetzt auch viele Laufanfänger stellen, die haben wir so versucht in dem Buch einzuarbeiten, dass die so eine Grundlage erstmal auch rund ums Laufen haben. Und auch wissen so ein bisschen, wie es bei uns im Leben, was da passiert und was Laufen für uns bedeutet und was wir schon alles erlebt haben. Ja, ihr habt tatsächlich ganz viele Aspekte drin. Ich habe im Vorwege zum Gespräch schon mal reingeguckt. Es fängt an mit der Zielsetzung, was du auch eben ganz am Anfang angesprochen hast. Also was möchte ich eigentlich erreichen beim Laufen? Geht über Zeitmanagement, Lauftechnik, Training haben wir eben schon ein bisschen angerissen. Ihr redet auch über Regeneration, hattest du auch schon angesprochen. Woher weiß ich denn eigentlich beim Lauftraining, dass ich regeneriert bin? Woran merkst du das in deinem Training, dass du bereit bist für die nächste Laufeinheit? Und was sind so Faktoren, die halt auch wichtig sind, um mich von einer Trainingseinheit gut zu erholen? Ja, das ist, woran merke ich, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist ein Lernprozess, wo ich meinen Körper immer besser kennenlernen und Signale deuten kann. Also mittlerweile ist es so, dass ich oft schon, wenn ich morgens aufwache, merke, ob ich erholt bin oder nicht. Das ist ja so eine Energie, die ich in mir spüre oder halt nicht. Und ja, ich würde sagen, vor allem Gefühl wäre halt so für die Zahlenfreaks unter uns. Das kann man auch am Ruhepuls schauen, ob der halt wieder niedrig ist. Wenn der erhöht ist, ist es ein Zeichen dafür, dass das Training noch in den Beinen steckt. Und was kann man zur Regeneration machen? Also Schlaf ist essentiell, sowohl regelmäßig als auch ausreichend. Und Ernährung, dass man sich gesund ernährt, dass der Körper nicht noch durch die Ernährung irgendwie zusätzlich gefordert wird. Und dann kann man noch so Maßnahmen wie Sauna machen, eine heiße Badewanne, dann so mit einer Faszienrolle sich dehnen, Yoga, meditieren, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie viel schläfst du? Ich schlafe im Schnitt so 8 Stunden nachts und in intensiven Trainingsphasen lege ich mich zwischen den 2 Trainingszeiten auch nochmal hin. So da richtig schlafen ist meistens nur so zwischen 20 und 40 Minuten, würde ich sagen. Aber ich versuche halt meinem Körper auf jeden Fall genügend Ruhe zu gönnen. Hast du spezielle Routinen, also wie sieht so ein typischer Tag in deinem Leben aus, von vielleicht tatsächlich von dem Zeitpunkt, wo du morgens aufwachst? Misst du dann deinen Ruhepuls und wie hast du eine Morgenroutine, die dir hilft dann auch wirklich, weil vielleicht auch da nochmal zum Hintergrund, das, was ich halt festgestellt habe, auch gerade beim Laufen ist ja häufig so, man ist dann auf der Laufstrecke und ich finde es noch wichtiger zum Beispiel als bei anderen Sportarten, dass man halt der eine gute Routine hat, zum Beispiel auch mit Timing der Ernährung und so weiter, dass man dann auch wirklich locker durchlaufen kann. Ja, ist mein Tag, ich mag Struktur. Mein Tag ist gut durchgeplant. So im Sommer stehe ich meistens um 6 Uhr auf, dann meditiere ich, dann mache ich Yoga, dann um 7 Uhr frühstücke ich, dann ist die erste Trainingseinheit meistens so um 9 Uhr. Dann komme ich nach Hause, dann koche ich. Manchmal habe ich mir schon irgendwie was vorgekocht oder ich koche dann mir was zum Mittag. Dann lege ich mich hin und dann mache ich so, was sonst so ansteht, für unseren Club Fragen beantworten, neue Sachen ausdenken, Interviews, alles Mögliche, Social Media. Und dann trinke ich am Nachmittag einen Kaffee, esse ein Stück Kuchen, selbstgemachten dazu. Und dann kommt die zweite Trainingseinheit und dann Abendessen und dann entweder Sauna oder Physio. Manchmal ist der Physio auch irgendwie in der Mittagspause drin, Black Roll, so Sachen. Ja, und das dann gehe ich so um 10 ungefähr ins Bett und dann schlafe ich wieder bis 6 und das ist so der Sommertag. Im Winter verschiebt sich etwas, da schlafe ich meistens einen Tick länger. Weil es im Sommer halt so früh hell wird, da bin ich dann immer schon so gleich oft auch vor 6 wach und im Winter geht es besser, ein bisschen länger zu schlafen.
Warum sollte man eigentlich ein Trainingstagebuch führen? Ein Trainingstagebuch hilft, sich selbst zu visualisieren, was man erreicht hat, und auch als Ansporn, wenn man das halt jedes Mal aufschreiben kann, dann ist es halt ein richtig cooles Gefühl. Und man sieht auch im Nachhinein vielleicht, wenn man einen guten Wettkampf gemacht hat, kann man dann schauen, okay, was habe ich denn eigentlich die Wochen zuvor gemacht? Und wenn man einen schlechten Wettkampf zum Beispiel hatte, kann man auch schauen, vielleicht finde ich im Trainingstagebuch irgendwie einen Grund, warum der Wettkampf dann nicht so gut gelaufen ist. Ja, also um sich selbst irgendwie als Motivation, dann zur Kontrolle und auch im Nachhinein zur Analyse. Ich denke, alle, die sich angucken, was du und auch was deine Schwester schon bereits erreicht haben als Läuferin, das ist, gehört halt zur Spitze in Deutschland. Was bedeutet denn erfolgreich sein eigentlich für dich? Das ist eine gute Frage. Erfolgreich sein bedeutet für mich, wenn ich meine eigenen Ziele erreiche, so wenn ich mir was vorgenommen habe und das dann schaffe oder vielleicht auch noch einen Tick besser und ja, wenn ich mit mir zufrieden bin. Gibt es so ein, zwei deiner Erfolge, auf die du besonders stolz bist? Ja, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 und das mit Anna zusammen, weil wir haben da eigentlich gezielt 4 Jahre hin nur auf das eine Ziel hingearbeitet. Rio war omnipräsent in unserem Leben. Also ja, ich wusste immer, wenn ich laufe, wofür ich das mache und was mein großes Ziel ist. Und ja, Olympische Spiele ist halt so ein Traum. Ich glaube, jeder, der Leistungssport macht, hat irgendwie den Traum, einmal bei oder zumindest einmal bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Und dann ist es halt noch mit meiner Zwillingsschwester und es gibt nur 3 Startplätze und ja, das war das Größte. Jetzt gibt's ja die ein oder anderen Medienberichte auch nach Rio, wo dann euch vorgeworfen wurde, ihr seid nicht ans Limit gegangen, weil ihr halt einfach gestrahlt habt, als ihr unterwegs wart und trotzdem in Anführungszeichen keine Medaille eingeheimt habt. Was entgegnest du ja diesen Kritikern? Ja, die Kritiker gab es zuhauf nach Rio. Ich glaube, das lag daran, dass wir sportlich gesehen ganz klar nicht das erreicht haben, was wir erreichen wollten. Und das lag aber auf keinen Fall daran, dass wir uns nicht angestrengt haben oder alles gegeben haben. Ich habe an dem Tag einen rabenschwarzen Tag gehabt. Es war, glaube ich, das härteste Rennen, was ich bisher hatte. Mein Körper wollte überhaupt nicht so, wie mein Kopf wollte. Und Anna hatte sich in dem Rennen verletzt, hatte einen Sehnenanriss nach 3 Kilometern. Und wir sind halt auch in dem Rennen nie zusammengelaufen. Vom Training her hätten wir auch gedacht, dass Anna schneller als ich laufen kann. Und dann hatte sie halt diese Verletzung. Dann bin ich bei Kilometer 17 an sie ran. Dann sind wir 2 Kilometer zusammen. Dann bin ich weg. Und erst beim Sabatrum, das sind die letzten 800 Meter, kam sie von hinten. Und das war so ein Moment, wo ich ja völlig selbst überrascht war und so, krass, jetzt laufen wir zusammen, irgendwie beenden wir zusammen den Olympischen Marathon. Und dann waren wir beide einfach so erleichtert und haben uns gefreut, über die Ziellinie zu laufen und haben uns reflexartig oder aus der Emotion heraus an die Hand genommen und haben halt beide gestrahlt, weil wir so glücklich waren. Nicht mit der sportlichen Leistung, sondern für uns war das halt das große Ziel 4 Jahre lang gewesen. Und ich glaube, den Moment haben viele Menschen falsch interpretiert, weil die gedacht haben, ja, wir haben das irgendwie nicht ernst genommen. Ja, und wurde von unserem Verband halt noch befeuert. Und Anna und ich, wir wissen, wie wir es gemacht haben. Und die uns kennen, wissen es auch. Und mittlerweile kann ich auch wieder mit einem Lächeln an Rio zurückdenken, weil das ist das größte sportliche Ziel größte sportliche Erfolg mittlerweile war. Und dass wir beim Laufen lächeln, das ist halt einfach ein Trick von uns. Weil wenn wir lächeln, dann läuft es einfach leichter. Und egal wie schwer es wird, versuche ich trotzdem zu lächeln. Magst du da noch ein bisschen was zu erläutern? Was das für ein Trick? Ja, wir sagen run with a smile, weil zum einen, wenn ich lächle und die ganzen Zuschauer mich lächeln sehen, dann lächeln die zurück und ich glaube halt so an Energieaustausch und ich glaube, dass mir das extra Energie gibt.
Und es kann jeder ja mal selbst versuchen. Ich habe eine Studie gelesen, dass wenn man eine Minute lang die Mundwinkel nach oben zieht, also was gemeinhin als Lächeln bezeichnet wird, dass dann der Körper wirklich ausgetrickst wird und dass das Gehirn einem suggeriert, dass man wirklich glücklich ist und dass dann diese Hormone ausgeschüttet werden. Und genauso geht's halt auch andersrum, wenn man irgendwie so verbissen schaut und dann verkrampft sich der ganze Körper und es lässt mich ja nicht schneller laufen. Deshalb versuche ich ja den Schmerz zu akzeptieren und zu lächeln und so viel positive Energie wie möglich mit auf die Straße zu nehmen. Gibt's Strukturen, wenn du zurückblickst auf dein Leben, bei den Erfolgen, die du bereits erreicht hast, was hat dir geholfen? Wie hast du es gemacht, da deine Ziele zu erreichen? Zum Beispiel auch ja die Qualifikation für Rio wäre so ein Beispiel, aber eben vielleicht auch andere Ziele, die dir da einfallen. Gibt's da vielleicht mentale Muster oder Verhaltensweisen, die ja einfach helfen, solche ja, Erfolgsmuster dann auch zu reproduzieren? Ja, ich würde sagen, zum einen, was ich irgendwie oder was anderen ich aus unserer Kindheit, von unserer Familie mitbekommen haben, von unseren Eltern, ist so ein Grundvertrauen. Die waren beide nicht Läufer und als wir dann mit der Idee kamen, so nach dem Bachelor, wir wollen jetzt Profisportler werden und wir auch nicht so einen exakten Plan hatten, wie das funktionieren kann. Wir hatten das einfach im Gefühl, dass das irgendwie genau das Richtige jetzt ist, haben die uns vertraut. Und das gibt einem halt so eine innere Stärke und pusht selbst dann nochmal. Und es wäre auch das, glaube ich, dass wir immer Leute in unserem Umfeld haben, gesucht haben oder dass die halt irgendwie Zufall oder Schicksal, je nachdem, woran man glaubt, zu einem gekommen sind, die in uns was gesehen haben, was wir vielleicht selbst erst nur so gefühlt haben, aber noch nicht wussten und uns geholfen haben, dann dahin zu kommen. Und immer ja Menschen, die positiv sind und ja selbst irgendwie eine Begeisterung für etwas. Und so ist mein Leben auch jetzt noch aufgebaut, dass ich halt Leute habe, mit denen ich mich gern umgebe und die mir vertrauen und die an mich glauben. Jetzt ist es ja häufig bei, gerade auch bei Leistungssportlern, ganz viel, auch gerade wenn man jetzt zum Beispiel bei euch bei Wikipedia guckt, dann stehen da die ganzen Erfolge, die ihr schon erreicht habt, Siege. Und das ist auch das, was man bei vielen anderen sieht, die eben ihre Ziele erreichen. Was man halt selten sieht, ist, dass dazu eben auch gehört, dass man manchmal Rückschläge erlebt oder im Sport dann eben Verletzungen oder mal was nicht so klappt wie geplant. Wie gehst du damit um, mit solchen Rückschlägen, um die zu überwinden oder vielleicht sogar auch als Wachstumschance zu nutzen? Ja, ich glaube, das ist schon ein guter Begriff, Wachstumschance zu sagen und halt nicht irgendwie Rückschlag. Das irgendwie zu akzeptieren, dass es, auch wenn ich irgendwie alles versuche, immer weniger verletzt zu sein oder immer konstanter Leistung zu bringen, gehört das halt zum Leistungssport dazu, weil ja das Training ist im Grenzbereich und ja, das ist halt fine line, sagen wir. Und da kann es halt mal sein, dass man überzogen hat und der Körper sich dann Ruhe holt. Und das hat halt auch irgendeinen Grund. Und wenn der aus jeder Verletzung kann man gestärkt hervorgehen, wenn man das halt dann richtig macht. Also das nie als Rückschlag zu sehen, sondern ja als Chance, Dinge zu überdenken, Dinge zu ändern und sich neue Ziele setzen. Und ja, oder wie die Oma halt schon immer gesagt hat, alles ist für irgendetwas gut. Wie gehst du denn mit Verletzungen um? Also wenn ist jetzt ein bisschen pauschaler Begriff, aber vielleicht hast du ein Beispiel, wo du dich mal verletzt hattest und hörst du dann ganz mit dem Training auf oder was machst du dann, um halt möglichst schnell wieder dann auch zu regenerieren? Ja, wenn ich verletzt bin, war, also zum Beispiel beim Ermüdungsbruch, wenn es halt eine richtige Verletzung ist, dann bin ich in dem Moment kein Athlet mehr, sondern dann geht es nur darum, gesund zu sein. Also irgendwie den Trainingsgedanken und Leistungsgedanken völlig aus dem Kopf rauszunehmen und sich zu sagen, okay, was kann ich machen, dass es schneller gesund wird? Und wenn man wirklich verletzt ist, nicht irgendwie zu denken, wie kann ich noch irgendwie meine Form halten?
Weil das ist meistens dann ein Wettrennen, was man nur verlieren kann, dass man zu früh anfängt, dass es dann wiederkommt und halt dann fängt so eine Spirale nach unten an. Und wenn ich verletzt bin, dann warte ich lieber einen Tag, zwei oder auch eine Woche oder zwei länger, um sicher zu sein, dass die Verletzung nicht mehr wiederkommt. Weil das ist immer das oberste Ziel. Verletzungen ganz auszuschließen, das hat halt noch niemand irgendwie geschafft. Aber halt Verletzungen, die schon mal da waren, dass die nicht chronisch werden und immer wiederkommen. Das ist das große Ziel. Und dann erst, wenn man komplett beschwerdefrei ist, wieder anfangen aufzutrainieren und seinen Körper so vorzubereiten, dass man das normale Training wieder wegstecken kann. Du hattest eben eingangs auch gesagt, dass du auch, ich glaube, viermal die Woche Krafttraining machst. Was genau machst du da? Krafttraining ist ganz, ganz vielseitig. Da gehören zum einen so für die Beine Sprünge dazu oder es kann auch laufspezifisch am Berg sein oder auch im Fitnessstudio mit Gewichten, Langhantel, mit TRX-Band, also Schlingentrainer, Stabi, also die klassische Stabi wie Stütz. Dann ich mag auch sehr gerne CrossFit. Mein Bruder ist da sehr, sehr fit drin, dass wir zusammen oder dass er ein Workout zusammenstellt und dann halt Burpees, Squat-Jumps, Pull-Ups, Push-Ups, Sit-Ups und ja. Also je nachdem immer zu überlegen, was das Ziel ist und je nachdem wird dann das Krafttraining zusammengestellt. Mhm. Also trainierst du auch den ganzen Körper oder machst du laufspezifische Übungen hauptsächlich? Das Krafttraining, je nachdem halt wie nah der Marathon oder das nächste große Ziel ist, desto spezifischer wird es. Aber im Winter zum Beispiel oder ganz zu Beginn der Vorbereitung kann das auch noch relativ unspezifisch sein. Und trotzdem immer der ganze Körper, weil beim Laufen brauche ich halt auch einen ganzen Körper. Und das Ziel ist halt, viel Kraft zu haben, aber wenig Kraft einzusetzen. Ja, das ist so der Leitsatz. Wie kombinierst du dein Lauftraining mit dem Krafttraining? Also so, dass du, ich denke jetzt zum Beispiel mal dran, wenn du Kniebeugen machst und die Beine sind halt richtig kaputt, vielleicht, ich weiß nicht, ob du auch mal Muskelkater hast, das wirkt sich ja schon auch auf die Laufeinheit aus. Hast du da irgendwie so ein Optimum für dich festgestellt, wie du die Einheiten miteinander kombinieren kannst? Ja, also Muskelkater kenne ich auch, vor allem wenn ich eine neue Übung mache oder halt auch eine Übung, die muss noch gar nicht mal so lange nicht gemacht sein, aber wenn ich die irgendwie 4 Wochen nicht gemacht habe, dann kann es schon sein, dass es dann auch wieder die Muskeln schmerzen. Mit ein bisschen Muskelkater gut zu trainieren, habe ich kein Problem mit. Brauche ich ein bisschen länger, um warm zu werden, aber dann geht es gut. Ich würde halt nie ein richtig ermüdendes Krafttraining machen, wenn am nächsten Tag eine wichtige Lauftrainingseinheit ansteht. Genauso wenig würde ich nach einem intensiven Lauftraining auch nicht noch ein intensives Krafttraining draufhauen. Ja, am besten, also so Krafttraining als Vorbereitung, kann das durchaus richtig gut sein, ein bisschen ja, Spannung auf die Muskeln zu bekommen und dann am nächsten Tag eine intensive Einheit zu machen oder ansonsten halt noch einen Tag dazwischen lassen und auf den eigenen Körper hören. Also der sagt eigentlich immer ziemlich genau, ob es gut ist oder nicht und ob man noch länger Pause machen muss oder ob man schon wieder trainieren kann. Und wenn du an einem Tag jetzt Krafttraining machst und laufen gehst, du trainierst ja auch mehrmals am Tag, wie genau ist das dann in den Tag verteilt? Meistens ist es Krafttraining hinten dran, dass ich am Vormittag trainiere. Also so eine mittlere Intensität ist da schon drauf. Und am Nachmittag laufe ich dann vielleicht 8 oder 10 Kilometer und mache dann das Krafttraining hinterher. Aber die 8 oder 10 Kilometer, das ist dann echt ein lockerer Dauerlauf. Also quasi längeres Einlaufen. Woran erkennst du eigentlich, wo dein körperliches Limit ist? Gerade im Leistungssport ist ja auch, also das ist zumindest das, was ich mir schwierig vorstelle. Auf der einen Seite willst du ja ans Limit gehen, aber wenn du den Bogen überspannst, dann erhöht sich natürlich doch das Verletzungsrisiko, was ja einem auch dann die ganze Saison kaputt machen kann. Woran erkennst du das, wie weit du gehen kannst? Erstmal glaube ich, dass das eigentliche Limit nicht der Körper ist, sondern der Kopf. Dass wir halt immer merken, weil was man sich selbst auch im Training so oft beweist, dass man denkt, boah, ich kann nicht mehr.
und irgendwie schafft man es dann doch noch und dann geht's auch. Ich glaube, das es zeigt sich halt, dass der Körper, also ich würde immer sagen, Limit in dem Moment oder Verletzung kommen halt auch dadurch, dass ich, also sofern ich nicht umknick, dass mein Körper irgendwie noch nicht bereit war für das Training, dass meine Lauftechnik vielleicht noch nicht sauber genug, dass ich zu wenig Kraft in den Fußmuskeln hatte, wenn es eine Fußverletzung ist. Also irgendwie sowas oder dass es, dass ich nicht genug Wert auf Dehnung oder Mobilisation gelegt habe und deshalb unrund gelaufen bin und dann eine Verletzung kam und dadurch halt irgendwie mir das körperliche Limit aufgezeigt wird. Ich glaube, wenn ich sauber laufe, fit bin, gesund bin, dann kann ich meinen Körper so weit treiben, dass der Kopf irgendwann nicht mehr in der Lage ist zu folgen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Ernährung zu sprechen kommen. Was bedeutet für dich gesunde Ernährung? Gesunde Ernährung bedeutet für mich, dass die Zutaten frisch sind, am besten regional, dass sie ja ausgewogen, also dass ich darauf achte, dass ich genügend Vitamine, Mineralien, womit dann die Zubereitung halt auch eine Rolle spielt und abwechslungsreich und ja, zu gesund gehört irgendwie auch dazu, dass es mir schmeckt. Wie sieht so ein Tag aus? Also wie ernährst du dich so an einem typischen Tag? So ein typischer Trainingstag schaut so aus, dass ich dann frühstücke. Das Frühstück ist für mich, ich liebe Frühstücken. Sehr wichtiges, ja, sehr wichtige Mahlzeit. Ich bin auch ein großer Porridge-Fan, also ich liebe Haferflocken. Also typisch wäre es so, dass ich mir Porridge ansetze, mit vielleicht eine Banane reindrücke, bisschen Zimt dazu, paar Nüsse. Ja, bisschen, ich mache gern so Nussbutter selbst, weil Nüsse sind für mich irgendwie super Energie, die ich halt echt im Marathontraining brauche, die gut schmecken und die halt, wie ich merke, meinem Körper gut tun. Dazu trinke ich dann entweder einen Chai, also schwarzer Tee mit Milch, oder auch einen Kaffee oder Cappuccino oder beides. Und das wäre so ein Beispielfrühstück. Dann mittags esse ich je nach wie intensivem Training. Also kann auch sein, dass ich dann irgendwie mir eine große Gemüsepfanne mache und ein bisschen Hüttenkäse oder Quark dazu. Oder wenn ich weiß, dass ich am Nachmittag halt noch viel trainiere oder am nächsten Tag eine sehr lange Einheit, dann wird es kohlenhydratlastiger, dass ich irgendwie mir Süßkartoffeln mache oder Buchweizen. Und am Nachmittag gibt es dann ein Stück Kuchen, den ich ich koche sehr wenig oder back so gut wie nie mit Industriezucker, nehme dann lieber Honig, weil ich das irgendwie natürlicher finde. Und abends ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass ich wieder Lust auf Porridge habe. Manchmal habe ich Lust auf Süßkartoffelpommes. Oder ich mache mir eine Pizza selbst. Oder manchmal esse ich auch irgendwie, dass ich mir einen Lachs mache und dazu Salat. Oder ich esse auch ein gutes Stück Rindfleisch oder Lamm. Ja, da, was mein Körper mir gerade sagt, was er braucht. Hast du eine Lieblingsmahlzeit? Meine Lieblingsmahlzeit. Ich liebe Kaiserschmarrn mit Rosinen und Apfelmus und Zwetschgenröster. Und wenn ich mich halt nur von einer Sache ernähren dürfte, würde ich wirklich in der Tat Porridge nehmen, weil das ist für mich halt so ein, das kann ich immer essen und vertrage ich gut und kann super drauf trainieren. Aber wenn ich so an eine geile Mahlzeit denke, dann denke ich an Kaiserschmarrn. Nimmst du einfach nur Haferflocken so, diese, oder hast du eine spezielle Mischung, die du da kaufst? Ich habe jetzt neuerdings Haferquetsche, dass ich sie mir halt aus frisch machen kann, weil ich das bei einem Freund gegessen habe und gedacht habe, so krass, so können Haferflocken schmecken. Also es schmeckt wirklich anders. Und dann koche ich das mit ein bisschen Wasser und meistens Mandelmilch auf. Und dann kommt da aber immer unterschiedliche Sachen noch rein, also nicht nur Haferflocken. Ach so, das heißt, du kaufst dir aber dann die Haferkörner und quetschst die selbst und dann machst du sie dir. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Unterschied macht. Das muss ich auch mal ausprobieren. Doch, ja, mach das. Nimmst du noch Nahrungsergänzungsmittel dazu oder kommst du so gut klar?
Ich achte bei der Ernährung drauf, dass es also wirklich, dass ich genügend von Mineralien und Vitamine so bekomme. Und wo ich es halt nicht schaffe, ist es beim Eisen. Das ist halt bei vielen Langstreckenläufern so und vor allem bei Frauen. Das substituiere ich. Und in manchen Phasen, wenn ich halt lange Zeit irgendwie nicht in der Sonne bin, dann Vitamin D. Und manchmal gutes Proteinpulver nach intensiven Einheiten zur Regeneration. Ja, das sind so die Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme. Also sehr wenig. Hast du eigentlich Vorbilder? Also so ja, wenn du den Begriff Erfolg hörst, Menschen, an die du dann denkst? Als Läufer fällt mir da sofort Haile Gebrselassie ein. Weil er halt zum einen einer der besten Läufer aller Zeiten war, wie er gelaufen ist, mit welcher Leichtigkeit und immer ein Lächeln im Gesicht, so viele Weltrekorde gelaufen und halt auch, wie er menschlich ist. Also er hat so eine umarmende Natur, dass er strahlt so viel Liebe und Stärke aus, obwohl er so klein ist. Das ist für mich super beeindruckend. Und nebenbei hat er halt ein Äthiopien, Addis Abeba, ein riesen Unternehmen mit ganz vielen Mitarbeitern und hat sich auch politisch engagiert. Also der ist für mich schon ein Vorbild, so wie er das macht. Ja. Gibt's so eine Sache, wenn du so zurückblickst, vielleicht 10 Jahre, die du damals schon gerne über deinen Sport, übers Laufen gewusst hättest? Ich denke gerade an die ersten Läufe von Anna und mir, wo wir gedacht haben, so man kann keine halbe Stunde laufen, ohne sich Trinkpäckchen und Banane und Müsliriegel einzustecken. Ja, bis wir gemerkt haben, okay, mittlerweile können wir 2 Stunden laufen und wenn es nicht zu warm draußen ist, dann laufe ich das sogar ohne irgendwie extra Flüssigkeit. Und solche Erfahrungen kann man ruhig mal selbst machen. Ja. Ansonsten, ich glaube, die eine oder andere Verletzung hätte ich vermeiden können, wenn ich früher die Signale richtig interpretiert hätte. Zu glauben, wenn es schon weh tut und zu sagen, okay, wenn ich dann über Nacht wird es schon gut sein und am Morgen tut es noch weh und dann probiert man es trotzdem mal nochmal mit dem Laufen. Solche Sachen habe ich halt früher sehr oft gemacht und mittlerweile weiß ich, dass das nicht gut ist. Die Erfahrung habe ich auch machen dürfen. Gerade im Lauftraining, ich erinnere mich gerade an so eine Phase, da ich glaube, ich war 23 oder so und ich hatte mir so große Ziele gesetzt mit Wettkämpfen und so weiter und dann hatte ich mir so eine Sehnenreizung eigentlich nur geholt. Dann dachte ich, naja, mein Körper hat meinem Kopf zu gehorchen und ich habe halt sozusagen nicht gesehen, dass mein Körper mir gerade versucht, was zu sagen. Und dann hat es natürlich viel länger gedauert, bis ich wieder ordentlich laufen konnte. Das ist halt genau das. Der Körper will einem irgendwas sagen. Und oft sind halt so, was ich halt dann im Nachhinein erst sehe, so, dass wenn in meinem persönlichen Umfeld oder so mir persönlich Dinge passieren oder mir es nicht gut geht oder irgendwas nicht stimmt, dann kann das auch zu einer Verletzung irgendwie führen, dass der Körper dann so die Emotionen in Verspannung umwandelt und die Verspannungen führen dann zu Entzündungen und das führt dann zu einer Verletzung. Verspannung ist auch ein gutes Stichwort. Noch was machst du so an Mobilitätstraining? Machst du es täglich oder wie sehen da so deine Routinen aus? Ja, Mobilitätstraining mache ich, ja, Yoga, was ich eigentlich täglich mache, also ich würde sagen im Schnitt bestimmt 6-mal die Woche, vielleicht 6, irgendwas. Da, je nachdem, also was auch als Trainings ansteht, wenn ich es abends Yoga nochmal mache, dann gehe ich lange in die Stellungen rein, in die Posen und dehne das richtig. Und ansonsten kann das auch so ein bisschen kraftbetont zur Aktivierung sein. Aber Mobilisation ist für mich ein ganz anderes Körpergefühl, wenn das alles frei ist. Und da kann ich viel schon selbst machen und manchmal brauche ich dann noch den Physio, der mir da hilft und mich mit aufdehnt oder den Rücken wieder entspannt. Ich habe im Voraus auch auf Facebook nochmal gefragt, was für Fragen an dich sind und hier sind ein paar interessante Fragen gekommen. Die eine, wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber ich möchte es trotzdem nochmal mitgeben von Sascha. Und der hat euch nämlich beide mal beim Marathon in Hannover
kurz treffen dürfen. Und fragt, welchen Mindset muss man haben, um so positiv zu bleiben wie ihr beide? Und besonders bei Rückschlägen oder Verletzungen, was ist das Geheimnis? Und seine Auflage ist noch, Kuchen als Antwort gilt nicht. Ja, Kuchen ist schon mal sehr gut. Das ist immer, wenn es mit Liebe gebacken ist. Ich glaube, da haben wir zum einen irgendwie echt Glück gehabt, wie wir aufgewachsen sind, dass wer unsere Oma sieht und unsere Mama, die lachen halt irgendwie immer. Unsere Tante, die gehört auch noch dazu. Das ist halt so eine Grundfröhlichkeit und wird schon irgendwie werden. Und ja, wirklich der Satz dann halt, alles ist für irgendetwas gut. Also nicht das Negative sehen, sondern welche Chancen sich daraus ergeben können. Und was ich gern mache, ist dann irgendwelche, also wenn Leute da kommen, hatte ich auch schon die Verletzung und war ganz schlimm und so, da sage ich, ja, okay, erzähl mir lieber eine Erfolgsgeschichte. Also dann höre ich von oder lese ich mir Geschichten von Athleten durch, die danach noch stärker zurückgekommen sind oder mache irgendwas, was mir gute Laune macht, höre Musik und wenn es mir gut geht, dann, ja, es ist eigentlich einfach, sich mit fröhlichen Menschen umgeben, dann geht es einem auch selbst gut. Katrin fragt, sie läuft auch übrigens und fragt, wie motivierst du dich nach einem Marathon? Was reizt dich nochmal, diese große Beanspruchung mit dem vielen Training und so weiter auf dich zu nehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn das Ziel erstmal weg ist, dann gebe ich mir auch die Zeit. Irgendwie ist es okay, ist erstmal 2-3 Wochen nicht irgendwie ans Training so zu denken. Ich bewege mich, ich mache Sport, aber da habe ich auch keinen Trainingsplan, meistens 4 Wochen lang nicht und möchte ich auch nicht haben, sondern ich mache das, worauf ich Lust habe, worauf mein Körper Lust hat und dann merke ich, dass ich so nach 3-4 Wochen wieder so hibbelig werde und so denke, so, ich brauche Struktur im Training, ich möchte einen Plan, ich möchte länger laufen, ich möchte mehr laufen und ja, der Gedanke irgendwie, wenn ich dann dran denke, wie es war, übers Ziel zu laufen, das ist für mich halt irgendwie das coolste Gefühl, was ich gerne immer wieder erleben möchte. Und damit es halt richtig Spaß macht, gehört das Training dazu. Und daher bin ich dann auch wieder fürs Training motiviert. Kannst du das Gefühl mal beschreiben, wie sich das anfühlt, da durchs Ziel zu laufen? Über die Ziellinie beim Marathon, das ist ein Cocktail aus Emotionen, das ist eine Explosion aus Freude, ja, unglaubliche Euphorie, Freude, Begeisterung und gleichzeitig ist das halt so mit so totaler Erschöpfung und Erleichterung irgendwie, dass es endlich vorbei ist und dann auch Stolz und ja, das ist halt so verrückte irgendwie Kombination an Emotionen, würde ich sagen, was es so einzigartig macht. Hast du auch, wenn du jetzt auf deinem Niveau auch einen Wettkampf läufst, einen Marathon-Wettkampf, kriegst du dann auch unterwegs so ein Runner's High? Ja, Runner's High Flow. Also ja, kann kommen im Optimalfall. Ich würde sagen eher, dass ich so in einer, am besten so in einer Zone laufe, so völlig fokussiert und trotzdem so eine Leichtigkeit habe. Dass ich alles komplett rundherum vergesse, das ist eher manchmal im Training so, in richtig schöner Natur und auf einmal bin ich an einem anderen Ort so gefühlt und denke so, boah, krass, wie bin ich da jetzt hingekommen und im Wettkampf ist irgendwie das Ziel noch zu sehr im Fokus. Woran denkst du, wenn du in diesem Flow bist, im Training oder auch im Wettkampf? Was machst du da im Kopf? Im Wettkampf denke ich möglichst wenig. Und da hilft mir, dass ich den Marathon in Abschnitte einteile. Also und zu jedem Abschnitt habe ich irgendwie einen Song, quasi meinen Soundtrack, meinen Titelsong. Und da habe ich manchmal nur ein Refrain oder auch manchmal nur eine Textzeile oder eine Melodie, die ich dann immer wieder im Kopf habe. Und die ist dann schon so unterbewusst drin, dass ich mehr gar nicht denke. Also die Gedanken kommen und gehen weiter und der Song dreht sich halt weiter. Marco hat noch eine Frage und der fragt dich, wie sorgst du dafür, dass du vor einem Lauf topfit bist? Was trinkst du und auf was schwörst du während eines Laufes?
Also nur auf Getränke bezogen, dass ich ausreichend trinke, dass ich in der Marathonvorbereitung trinke ich quasi keinen Alkohol. Am Tag zuvor gut trinken und trotzdem, also ich habe auch schon Leute gesehen, die es halt übertrieben haben, also gut trinken, ausreichend hydriert sein, aber wenn der Körper oder wenn man so das Gefühl hat, boah, ich habe genügend getrunken, dann braucht man nicht noch irgendwie 2 Liter extra. Und während dem Marathon haben wir halt als Profiläufer den Vorteil, dass wir alle mindestens alle 5 Kilometer halt unsere Tische haben, wo Wasser steht. Und ja, da trinke ich bis zum Halbmarathon nur Wasser. Und dann habe ich ein Gelwasser gemischt, was mir halt irgendwie nochmal Kohlenhydrate und extra Energie gibt. Und zum Schluss oft dann auch noch ein bisschen Koffein mit drin. Und wenn du jetzt einen langen Lauf machst im Training, nimmst du dann auch während des Laufs Kohlenhydrate auf oder machst du komplett nur Wasser? Mache ich in so 2-3 Läufen, einfach um meinem Körper auch, das muss ja auch trainiert werden, dass der Körper irgendwie die Kohlenhydrate aufnehmen kann und dass der Magen damit zurechtkommt. Und gleichzeitig mache ich manche Läufe halt auch bewusst, dass ich sie nur mit Wasser oder mit Tee laufe, dass der Körper gezwungen wird, irgendwie die Energie aus dem Körper bereitzustellen, die halt gerade schon vorhanden ist. Die letzte Frage aus der Community kommt von Andreas und spannende Frage. Er fragt sich nach Kompressionsstrümpfen. Benutzt du die, ja oder nein? Er sieht immer häufiger, dass Leute halt beim Laufen Kompressionsstrümpfe tragen. Aber wenn er die Leute fragt, dann konnte ihm bisher keiner der Träger den Zweck erklären. Ich trage schon sehr lange Kompressionsstrümpfe, die im Wettkampf, also Marathon, die bewirken halt, dass die Beine, finde ich, nicht so schwer werden oder bei intensiven Trainingseinheiten, dass ich besser regeneriere. Also ich ziehe die auch sehr gerne irgendwie nach dem Training an. Und was für mich aber das Allerwichtigste ist, ist beim Reisen. Also beim Fliegen habe ich sogar hüfthohe Kompressionsstrümpfe auf Zugfahrten, Autofahrten, wenn ich lang stehe, wenn ich irgendwie am Tag vor Marathon noch irgendwie so viele Interviews auf der Messe im Stehen geben muss, habe ich immer die Kompressionsstrümpfe an, weil dadurch das Wasser nicht so runter ins Bein läuft und das würde dann das Gefühl machen, dass die Beine so schwer sind. Die wirken dem entgegen. Trägst du die immer beim Lauftraining? Ich trage die Kompressionsstrümpfe immer im Wettkampf, bei fast allen wichtigen Trainingseinheiten und bei Dauerläufen nicht. Auch, weil es für mich auch schon so ein bisschen ein Ritual ist, irgendwie, wenn es wichtig wird, ziehe ich sie an. Ja, ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Im Winter trage ich sie zum Beispiel häufiger auch bei Dauerläufen, weil es halt einfach auch angenehm ist, bis zum Knien irgendwie so eine enge Kompression zu haben. Das hält schon auch warm. Wenn jetzt jemand dich fragt, der halt gerade am Anfang des Weges steht und sich halt wie ein Ziel setzt, zum Beispiel, ja, es kann auch sein, einfach nur durch Bewegung gut fühlen oder besser essen oder einfach regelmäßig Bewegung einbauen, regelmäßig trainieren und möchte den ersten Schritt gehen. Was empfiehlst du jemandem, der gerade am Anfang des Weges steht? Was wäre ein guter Punkt anzufangen? Joey Kelly hatte damals im Vortrag gesagt, wenn ihr etwas ändern wollt, dann fangt sofort damit an. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Anna und ich, wir sind auch gleich am nächsten Tag laufen gegangen und damals halt noch in Tischtennisschuhen. Wir hatten keine Laufschuhe, was jetzt so fußtechnisch nicht optimal ist. Und ich würde sagen, halt, um den ersten Lauf zu machen, kann man das ruhig machen, um halt irgendwie den Schwung mitzunehmen. Und dann wäre es Wichtigste, erstmal richtige Schuhe zu haben, um halt irgendwie keine Verletzungen zu bekommen. Und dann kann man sich Stück für Stück ja rantasten, dass es einfach besser aufgestellt ist. Dann zu schauen, irgendwie, was ist das Ziel? Dann, wie kann ich da trainieren? Vielleicht einen Lauffreund, Laufpartner finden. Schauen, was ich mit der Ernährung machen kann. Also dann gibt es so ein ganz großes Rad drumherum. Und das Wichtigste ist halt einfach erstmal machen. Hast du spezielle Tools sonst noch, wir haben eben über die Kompressionsstrümpfe gesprochen, die du so vielleicht im letzten Jahr irgendwie ein cooles Fitness-Tool oder so, das du entdeckt hast, ich sag mal jetzt 200 € oder weniger,
wo du begeistert von bist? Was ich noch nicht selbst habe, aber was sich ein Freund gekauft hat, was ich extrem cool finde, ist jetzt gar nicht so laufspezifisch, aber das ist so ein, ich glaube, das kostet ungefähr 100 Euro, so wie ein Hocker, wo man Kopfstand drin machen kann, aber man macht es dann auf den Schultern und dadurch ist halt der Kopf entlastet und es gibt so ein befreiendes Gefühl für den ganzen Körper, wenn man da in der Position halt irgendwie 3-4 Minuten steht. Das finde ich richtig gut und das ist so das wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird, werde ich das Tool schon haben. Vielleicht, wenn du es hast, magst du mir nochmal einen Link zu schicken oder eine Bezeichnung, dann verlinke ich das auch noch. Ja, werde ich machen. Hast du es schon ausprobiert bei dem Freund? Ja, ich war begeistert. Also ich finde das so cool. Ich finde schon beim Handstand, ich mache gern morgens auch paar Minuten, das wäre jetzt übertrieben, aber einige Sekunden lang Handstand, weil ich das irgendwie so befreiend oder gut finde, über Kopf zu stehen. Irgendwie ist dann so für den Rücken und für den ganzen Körper das ja ein gutes Gefühl. Gibt's was, was du gerne an dir ändern würdest, wenn du könntest? Wenn ich etwas an mir ändern wollen würde, würde ich das machen. Und klar, es gibt Dinge, woran ich arbeite, wo ich in manche Situationen noch entspannter sein kann. Und dessen bin ich mir bewusst so. Das passt schon. Ich würde gern zum Ende nochmal auf euer Buch zu sprechen kommen. Time to Run heißt das. Vielleicht nochmal, für wen ist das Buch eigentlich hilfreich? Also wer kann davon profitieren und wer braucht es vielleicht eher nicht? Unser Buch haben wir für alle Leute geschrieben, die vom Laufen so begeistert sind wie wir. Auch die mit dem Laufen anfangen wollen, die viele Fragen rund ums Laufen haben. Und die bekommen da einfach einen Eindruck, was zum Laufen alles noch dazugehört. Und ist auch eine Motivation da drin zu lesen, wer noch ein bisschen so Motivationsanstöße braucht. Und für wen ist das Buch nicht? Habe ich noch niemanden getroffen. Gute Antwort. Ja, wie geht's bei dir weiter? Was sind die nächsten Ziele? Also im Frühjahr laufe ich einen Marathon, im Herbst dann sehr wahrscheinlich den Berlin-Marathon. Und dann ist 2020, sind schon die nächsten Olympischen Spiele, die in Tokio stattfinden. Und da mit Anna gemeinsam für Deutschland zu laufen, das ist das nächste richtig große Ziel. Kannst du noch mal sagen, wie genau qualifiziert man sich dafür? Welche Hürde dürft ihr da nehmen? Ja, die Qualifikation, die ist jetzt im Gespräch, ob da irgendwas geändert wird. So ein kompliziertes Punktesystem. Aber generell kann man sagen, es wird eine Zeit festgelegt, die man laufen muss. Das ist das Mindestding. Und dann muss man halt auch noch unter den drei Schnellsten sein, die Zeit gelaufen sind. Du machst mit deiner Schwester zusammen den Hana Twins Running Club. Was genau ist das? Unser Hana Twins Running Club ist ein Club für alle Laufbegeisterten. Wir haben so 140 Mitglieder in mittlerweile Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, da geht's drum, sich übers Laufen auszutauschen. Die Mitglieder können uns Fragen stellen. Wir haben Tutorials, die es im Clubbereich intern gibt. Es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo ja alle Fragen, also oder wenn man Beschwerden hat, ist es auch ein Physio mit in der Gruppe drin, der dann immer mal Tipps gibt. Und dann gibt's jeden Monat eine Verlosung, wo zum Beispiel, also die so eine richtig krasse Verlosung ist zum Beispiel, die wir immer so im Juni ungefähr machen, ein Startplatz beim BMW Berlin Marathon und dann halt noch 2 Übernachtungen im Athletenhotel für 2 Personen und noch ein BMW für das Wochenende zum Fahren und Zugang zum VIP-Bereich im Ziel. Ja, und solche Sachen, wo man halt vielleicht nicht unbedingt irgendwie durch Geld drankommt, sondern die verlosen wir dann. Und ja, jeder, der Mitglied werden möchte, kann das über unsere Homepage hannatwins.club und dann einfach auf Anmelden gehen. Und dann gibt's jedes Jahr, also in 2019, mindestens 5 Lauftage, wo die Clubmitglieder, Goldmitglieder kostenlos dann dran teilnehmen können. Und da tritt sich dann auch nochmal ein Tag in geballter Form alles rund ums Laufen. Das heißt, die gehen dann mit euch laufen? Ja, an den Lauftagen laufen wir und machen auch viele Übungen, weil wir sagen so,
eine Runde laufen kann ja jeder für sich alleine, aber es geht ja darum, wie laufe ich besser, wie laufe ich schneller, schöner, gesünder. Und dann machen wir Übungen zum Fußaufsatz, zur Hüfte, dann gehört Kräftigung noch dazu, ein Vortrag zum Beispiel zur Ernährung oder zur Motivation. Ja, und halt auch die Möglichkeit, uns ganz viele Fragen, worüber auch immer, zu stellen. Lisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Eine Frage habe ich noch. Nee, beziehungsweise zwei Fragen. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was dir wichtig ist, loszuwerden? Nee, war super. Sehr gut. Dann letzte Frage. Wenn du eine Nachricht an alle Smartphones da draußen verschicken könntest, die aufpoppt, was steht da drauf? Du bist toll. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestseller-Autoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Mark-Hörer. Du bekommst die Audible-Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für ein, zwei oder drei Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark-Hörer, also geh auf fmmbuch und mach mit. FMM wie Fitness mit Mark und dann buch.de. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.